Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema bedingte Wahrscheinlichkeit, wo wir uns mit Hilfe der Vierfeldertafel anschauen, wie man Kopplungen zwischen zwei Variablen und die zugehörigen bedingten Wahrscheinlichkeiten untersuchen kann. Die Vierfeldertafel hatten wir dabei schon in einem früheren Video kennengelernt. Die ist folgendermaßen aufgebaut. Man schreibt einfach die beiden Ereignisse, die man den Zusammenhang man untersuchen möchte, in die Ränder der Tafel, also ein Ereignis A und nicht A und B und nicht B. In dem Beispiel, was wir uns in dem früheren Video angeschaut haben, war das krank sein, ja oder nein, und der Test schlägt positiv an, ja oder nein. Ins Innere der Vierfeldertafel schreibt man dann die zugehörigen gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten für die paarweisen Kombinationen, also die Wahrscheinlichkeit für A und B gemeinsam, nicht A und B, A und nicht B und nicht A und nicht B. Und in die Ränder schreibt man dann die sogenannten Randwahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit für A und nicht A, beziehungsweise B und nicht B. Dabei ist es so, dass die Summe in der Zeile eben P von A ergibt und die Summe in der Spalte P von B und so weiter. Also man kann durch Summen oder Differenzenbildung kann man diese Tabelle immer befüllen und die Gesamtsumme muss immer 1 oder 100% sein. Und um diese Vierfeldertafel also aus einer Angabe heraus, aus einer Beschreibung einer Situation heraus zu befüllen, braucht man nur drei voneinander unabhängige Angaben und dann kann man die ganze Vierfeldertafel befüllen und anschließend kann man aus der Vierfeldertafel leicht jede Wahrscheinlichkeit gemeinsam, Rand, bedingt ablesen, die einen interessiert. Deshalb ist meine Empfehlung beim Rechnen von konkreten Beispielen am besten die Vierfeldertafel aufstellen und dann das ablesen, was einen interessiert. Als Beispiel, um das zu üben, haben wir hier eine Musteraufgabe, die den etwas seltsamen Titel »Das typische Frauenauto ist klein und rosa« hat. Dabei geht es um Folgendes. In einer in Deutschland 2013 durchgeführten Studie wurden Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen beim Kauf eines Neuwagens untersucht. Und dabei wurden 24% der Neuwagen wurden von Frauen erworben, 76% von Männern. Also etwa ein Viertel der Käufer sind Frauen, drei Viertel etwa sind Männer. Das Augenmerk der Untersuchung galt unter anderem dem verbreiteten Vorurteil, Frauen würden Kleinwagen bevorzugen. Zu diesem Zweck wurden die PKWs eingeteilt in Kleinwagen bzw. Nicht-Kleinwagen, wo dann alles andere, Kombis, SUVs und so weiter drunter fallen. Es wurde festgestellt, dass immerhin 10% der Männer sich vorstellen konnten, einen Kleinwagen zu kaufen, wenn sie also beim Kauf eines Neuwagens sind, während es bei den Frauen 28% waren. Also es ist sehr wohl so, dass ein höherer Anteil von Frauen sich für den Kauf eines Kleinwagens interessiert als bei den Männern. Aber was das jetzt wirklich heißt für den Anteil der Kleinautos, die von Frauen gefahren werden, das sollen wir uns in diesen beiden Fragen A und B anschauen. Also wie viel Prozent der verkauften PKWs sind überhaupt Kleinwagen und wie viel Prozent der Kleinwagenkäufer sind denn doch männlich? Und also schon vorab, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen ist natürlich auch nicht riesig und es ist auch bei den Frauen so, dass die Mehrheit der Frauen sich für andere Wagen interessiert als für Kleinwagen. Also es ist schon aus der Aufgabenbeschreibung ziemlich klar, dass das Vorurteil, so plakativ wie es hier oben formuliert wurde, wohl nicht richtig sein kann. Aber untersuchen wir jetzt einmal die Kopplung zwischen den beiden Merkmalen. Da haben wir also einmal das Merkmal M, männlich, und dann nicht M. Und zum anderen haben wir das Merkmal K, Kleinwagen oder nicht Kleinwagen. Und aus der Angabe wissen wir dann, dass P von M gleich 0,676 ist. Also 76% der Käufer sind männlich und P von nicht M ist einfach die Gegenwahrscheinlichkeit 24%. Und dann kennen wir hier diese bedingten Wahrscheinlichkeiten, bei denen, wenn man die jetzt in eine Formel übersetzt, muss man sich immer überlegen, was ist denn die zugehörige Bezugsgröße? Ja, also 10% der Männer können sich vorstellen, einen Kleinwagen zu kaufen. Die 10% beziehen sich also nicht auf alle Kunden, sondern nur auf die Männer. Also P von K gegeben M, also Kauf von Kleinwagen gegeben männlich, das ist 0,1. Und während es bei den Frauen 28% waren, da ist es dann also P von K gegeben nicht M ist gleich
0,28. Ja, also bei der Frage nach gemeinsamen oder bedingten Wahrscheinlichkeiten immer überlegen, was ist die Bezugsgröße? Alle Beobachtungen oder nur ein Teil? Das haben wir also hier in der Lösung auch nochmal hingeschrieben, sauber. K, Käufer eines Kleinwagens, M, Käufer ist männlich. Und das sind die vier Wahrscheinlichkeiten, die ich auch gerade auf der Folie vorher einmal hingeschrieben habe. Und aus denen können wir uns jetzt relativ leicht auch bestimmte gemeinsame Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Weil hier haben wir eine bedingte Wahrscheinlichkeit und die zugehörige bedingende Wahrscheinlichkeit. Und dann können wir uns ausrechnen, wie viele Prozent aller Fahrzeuge entfallen auf Kleinwagen, die von Männern gekauft wurden. Das ist also P von K und M. Das ist bedingte Wahrscheinlichkeit mal bedingende Wahrscheinlichkeit. Das sind also 7,6%. Das gleiche können wir hier machen mit der Wahrscheinlichkeit, können P von K gegeben nicht M mit P von nicht M multiplizieren und kommen dann drauf, das ist 6,72%. Diese gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten können wir dann einfach mal in die Vierfeldertafel der beiden Merkmale eintragen. Was wissen wir jetzt also? Wir haben 76% männliche Käufer, 24% weibliche Käufer und unter allen 100% Käufern sind 7,6% männliche Käufer, die sich für Kleinwagen interessieren und 6,72% weibliche Käufer, die sich für Kleinwagen interessieren. Wir können jetzt also hier die entsprechenden Summen und Differenzen bilden. Also wenn wir insgesamt 76% männliche Käufer haben und 7,6% unter allen sind männliche Käufer, die sich für Kleinwagen interessieren, dann müssen sich die verbleibenden 68,4% männliche Käufer für Nicht-Kleinwagen interessieren. Genauso haben wir dann 17,28% unter allen Käufern, die Frauen sind und sich nicht für Kleinwagen interessieren. Und dann können wir hier die Summen in der Zeile bilden und wissen, dass wir insgesamt 14,3% Käufer haben, die sich für Kleinwagen interessieren und knapp 86%, die sich nicht für Kleinwagen interessieren. Die erste Frage, die in der Aufgabe hier gestellt war, können wir dann aus dieser Tabelle also direkt ablesen. Wir haben in etwa 14,3% von allen Käufern, die sich für Kleinwagen interessieren. Also P von K ist 0,1432. Und dann sehen wir auch schon, die teilen sich zu fast gleichen Anteilen auf Männer und Frauen auf, etwas mehr Männer sogar als Frauen. Schreiben wir uns das also einmal hin. P von K ist 0,1432 und P von M gegeben K ist die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für M und K dividiert durch die bedingende Wahrscheinlichkeit P von K und dann kommen wir auf 0,5307. Das heißt, unter allen Käufern, unter den Käufern, die sich für Kleinwagen interessieren, ist sogar die Mehrheit männlich und etwas weniger sind weiblich. Das heißt also, dieses Vorurteil mit den Frauen, die Kleinwagen fahren, lässt sich in diesen Daten eigentlich nicht bestätigen.